bist und bliebst im Mingasil, Victoria Michael. Erstmal spielen wir eine Liga höher wie damals. Zweitens, ja, ist alles ein bisschen professioneller aufgestellt. Wir ziehen uns nicht mehr unter der Tribüne um, sondern haben jetzt einen eigenen, ja, Trakt, würde ich sagen, mit Sauna, Physioraum. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen besser geworden. Ich verstehe mich, denke ich, mit allen ganz gut. Ich denke aber, zu Paco habe ich ein bisschen noch ein anderes Verhältnis, weil wir schon, ja, in Siegen zusammengespielt haben, damals schon hier zusammengespielt haben und ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Um ehrlich zu sein, weil die eigentlich noch als einziges frei war. Ich wollte nichts über der Rücknummer 20. Und ja, für Mittelfeldspieler wäre jetzt die Nummer 2 oder so auch nichts. Deswegen habe ich mich für die 10 entschieden. Ja, sehr. Ich bin wieder zu Hause. Bin in Köln bei der Familie, Freunden. Ist alles schön, ja. Ja. Jetzt seit neuestem gehe ich Tennis spielen, ab und an. Ja, Freunde treffen, so das Übliche. Ich würde sagen, die Altstadt. Weil man da ein bisschen was ja, erleben kann. Ja, also ich bin hier aufgewachsen, geboren. Nicht weit vom Höhenberg entfernt. Deswegen. Ja, ich bin Kölner durch und durch. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich irgendwie woanders spiele in Deutschland, werde ich immer wieder zurück nach Köln kommen. Ich hatte ja damals schon eine schöne Zeit bei der Viktoria. Jetzt hat es auch wieder gut angefangen. Deswegen wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Ja, aber die Bezeichnung, dass ich mich nicht durchgesetzt habe, würdest du jetzt gar nicht unterschreiben, weil meiner Meinung nach habe ich keine Chance bekommen. Ich habe nicht ein Spiel gemacht und wenn ich ein Spiel gemacht hätte und ich hätte völlig versagt, dann hätte ich gesagt, okay, ich konnte mich nicht durchsetzen. Aber so würde ich sagen, ich habe keine Chance bekommen. Daher bin ich glücklich, dass jetzt der Wechsel dann zur Viktoria wieder zustande gekommen ist, dass ich hier einfach spielen kann, zeigen kann, was ich kann und einfach Spaß am Fußball haben will. Also wir haben jetzt gar nicht so oft mit dem Roten gespielt. Daher würde ich sagen, im Moment eher das Weiße. Ja, ich glaube, die sind jetzt fertig geworden, die Autogrammkarten. Komm einfach am Training vorbei und dann gebe ich dir eine. Ja, also bis aufs Sportliche war Regensburg schon echt eine coole Erfahrung. Ich habe gute, nette Leute kennengelernt. Die Mannschaft war echt top. Als Verein hatten wir auch Erfolg. Zur Stadt kann ich sagen, ist auch eine lebenswerte Stadt. Hat Lebensqualität auf jeden Fall da. Ja. Mit meiner Fitness würde ich sagen, ja, wird stetig. Wir haben ja jetzt wieder eine Länderspielpause, da kann man wieder ein bisschen an seiner Fitness arbeiten. Aber ich denke, die letzten zwei Spiele waren ganz gut, dass ich die von Anfang an bestritten habe. Und ja, ich denke, das wird. Ich glaube, wir haben uns letztens gemessen und da war ungefähr 1,71 mit 10 Spitzen. Ich esse beides gern, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann eher die Pasta. Ja, als allererstes für den Verein natürlich der Klassenhalt, so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Für mich persönlich einfach Spiele, Spiele, Spiele. Ich will, wie gesagt, eben schon Spaß am Fußball haben, viele Spiele machen und dann mal sehen, was für uns als Verein dann rauskommt Ende der Saison. Du bist und bliebst im Mingasil, Victoria.